Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich habe dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal, nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir den Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Danke. Was steht da? Parvisum. Sic Parvis Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Na okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully.
Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Und das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sally, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Na, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm, hm? Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Oh, das ist geil. Weiter. Los, Tempo, Nate. Shit, die Bullen. Hier lang. Was? Na los. Aber die Texturen haben noch nicht geladen, ne? Oder warum sieht das so matschig aus plötzlich? Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja, 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 gut, okay. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Das war's, oh. War ja halb so wild. Was ist denn mit dir los? Nee, ist alles okay. Ja. Platzangst. Platzangst nenne ich sowas. Blockiert. Blockiert. Wartet, wir kommen so rum. Wo war, war die, war sie wieder, war, was? Ja, ja, klar. Oder wir setzen mal unsere Wurzeln. Oh, gute Idee. Ja, lass mal los, bitte. Dankeschön, danke. Sie ist zu hoch. Hier, zieh mir das Ding darüber. Ich mach schon. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Jo, du könntest auch anpacken. Danke für die Hilfe. Komm schon, ihr faulen Säcke. Okay, die Luft ist wohl rein. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist. Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hä? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast du die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Hm. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Ja, ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Ey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter habe ich lieber den Spatz in der Hand. So geil. Hab ich's nicht gesagt? Oh, ja, Mann. Komm schon. Ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Die drei Amigos. Und eine Latina. Meint ihr, die sind noch drin? Schauen wir einfach mal nach. Wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Naja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren.
Geh rein und seh's mir an. Ihr drei bleibt hier. Okay. Alles klar. Da wir der Boss sind, einfach, ja. Weil ich die Figuren steuere, der Boss im Spiel ist. Was habe ich gelabert? Mit anderen Worten, ich bin einfach der Boss und deswegen steuere ich auch Drake. Was ist denn jetzt los, Kollege? Was wollte ich sagen? Ich bin völlig weg. Ich weiß doch nicht. Leute, das stresst doch nicht. Immer in dieser Stresserei. Ich verstehe das nicht. Weil Drake einfach eine krasse Sau ist, deswegen schauen wir jetzt nach. Das wollte ich eigentlich sagen. Mehr wollte ich gar nicht sagen. So einfach ist die Geschichte. Boah. So, lass mal los. Mal gucken, ob wir den Big Ben sehen. Wir sind noch in London. Na? Das dahin ist er nicht. Das ist er nicht. Oder? Sind wir überhaupt in London? Doch, klar, natürlich. Dann ist es da vorne, was wir gesehen haben, die Themse. Jetzt kann ich mal ein bisschen klugscheißen, ja, das weiß ich sogar. Das weiß sogar ich. Das ist doch krass. Wow, 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 wow. Verdammt. Links bitte, links und jetzt sind wir drinnen. Moment mal, wo ist es? Ach, da lang. Alles klar. Komm, Nathan. Ist ein Schatz, da ist ein Schatz. Den krall ich mir. Wenn wir hier runterspringen, dann sind wir tot. Jo, das wollte ich eigentlich nicht. Ich schätze, wir müssen... Lea? Ja, Lea. Wo ist es? Ich schätze, wir müssen durch das Fenster und dann runter. Ja, sage ich doch. Ich bin Profi in so ein Spielen. Deswegen spielen wir auch auf leicht, weil ich Profi bin. So. Aber Chloe hat doch gesehen, das ist eine Falle. Das ist eine Falle, das rieche ich doch jetzt schon. Das ist eine Falle. Das ergibt keinen Sinn. So, mach erstmal das Tor auf. Mach erstmal das Tor auf, das ist eine Falle, die haben uns verarscht. Helft mir mal. Ja, 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 bin da. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doppelter mal Boden. Ja, sie waren hier. Ich krieg doch noch die Abgase. Ja, die sind im Boden verschwunden. Nein, warte mal, da sind Fahrspuren. Reifenspuren. Immer noch nass vom Regen. Ja, oder Reifenspuren, ja, ja. Hier hat das Auto gewendet. Da, siehst du? Sag ich doch. Hey, seht mal. Komm, du bist doch so schlau. Was übersehen wir hier? Oh, stell dich mal auf die andere Platte, bitte. Macht keiner davon, okay. Ha, was ist das? Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vier Reifen, vier Kontakte. Sorry, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da.
So, und jetzt geht der Boden auf. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und? Das muss es jetzt aber sein. Drücken Sie Steuerkreuz nach oben, um in den Umsehmodus zu gelangen und suchen Sie mit die Umgebung ab. Okay, das sieht auch irgendwie ganz komisch aus. Da, ne, warte mal, da sind 6 Punkte. Da sind nur 4. Ich weiß überhaupt nicht, ob das was zu bedeuten hat. Ich tue einfach nur mal so schlau. Ja. Was soll ich jetzt suchen? Was soll ich jetzt suchen? Komisch, komisch, komisch. Oh. Das ist das Licht. Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Okay, kein doppelter Boden, aber so eine Tür. Mein Gott, ist doch fast das gleiche. Ach, nicht mit mir, nicht mit mir. Brauchen wir noch einen Storch. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto, du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Ja, so sagt man. Stimmt. Versorgungstunnel, ja, aber weiß ich nicht, erwarten die uns? Oder ist es doch keine Falle? Ich weiß nicht. So, abknallen einfach das Schloss. Leute, lass mich doch mal zurück. Alter, heftig. Oh Gott, das steuert sich so schwammig. Das fängt ja schon mal gut an. Ja. Ich brauche nicht sagen, ich bin der Letzte mit dem PlayStation Pad im Zielen. Er erwartet von mir keine großen Taten, deswegen spiele ich auch eigentlich auf leicht. Sollten wir uns durchquetschen können? Glaub ich. Nach Ihnen, Mademoiselle. Oh, das gibt's auch nicht. Was? Hey Mann, hab ich einen Rackern oder was? Nur mal so, Leute, das ist in-game. Falls ihr euch auch wundert, warum das so krass aussieht und warum ich ihn trotzdem steuere. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gerne in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. So, weiter geht's, Leute. Oh. Was war das? Sie sind hier! Zack, 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 stirb! Sehr schön, Mann. Danke.